Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Reihe Unterwegs mit Frank. Wir gehen heute wieder ein wenig wandern und zwar am Lippesee bei Sande in der Nähe von Paderborn. Viel Spaß dabei! Ja, und das ist nicht, wie man auf den ersten Blick meinen könnte, die Lippe, die sich in den Lippesee hier ergießt. Nein, das ist die Alme in diesem Fall. Was ist das? Gehen wir doch mal gucken. Hier steht nirgends, was das sein soll. Oh, da hinten ist ein Surfer. Ich friere ja schon nur beim Hingucken. Perfekt, an den Nachwuchs ist gedacht, der Spielplatz Thunhof Wäldchen lädt zum Verweilen ein. FKK am Lippesee verboten steht da. Okay, im Moment finde ich das glaube ich sowieso, naja, gewöhnungsbedürftig. Weniger wegen des Anblicks als eher wegen der Temperaturen. Ja, wer ein Mountainbike hat, der kommt auf dieser Dirtbahn auf seine Kosten. Dirtbahn, stand dran, also ich habe das nicht gerade erfunden. Ja, kicken kann man hier offensichtlich auch und da vorne ist noch ein großer Spielplatz. Jo. Beachvolleyball spielen kann man ja auch. Also der Lippesee ist offensichtlich ein Eldorado für Sportler. Da fällt mir ein, es gibt am Lippesee, habe ich gelesen, zwei Segelclubs. Ganz in der Nähe, in dem Nebensee, dem Nesthauser See, kann man Wasserski fahren. Ja, angeln kann man hier natürlich auch. Ist ja auch Angelsport, nicht? Heißt. Ja, vielfältige Möglichkeiten, sage ich nur. Und das ist die Tone, die fließt auch in den Lippesee. Und noch ein Gewässer, der Boker Heidekanal. Ob der in den Lippesee fließt, ich weiß es im Moment nicht. Ich schau mal nach. Eine kleine Ferienhaussiedlung. Übrigens, der Boker Heidekanal fließt nicht in den Lippesee, sondern schlunkvoll dran vorbei. Ja, hier ist einer der beiden Segelclubs, von denen ich gesprochen habe, der Paderborner Yachtclub. Und da hinten sehe ich etwas Bekanntes, die DLRG-Station am Lippesee. Ja, mir bekannt deshalb, weil ich hier vor vielen Jahren einen Tauchschein gemacht habe und hier bei der DLRG-Station etliche Übungstauchgänge begonnen haben. Außerdem habe ich hier, glaube ich, meine theoretische Prüfung geschrieben und bestanden. Und ganz in der Nähe der DLRG-Station nun mündet noch ein Gewässer in den Lippesee, diesmal der Rote Bach. Ein eher kleines Gewässer. Ja, dann haben wir den zweiten Verein, der Boot fährt auf dem See, der Seglerverein Paderborn. Die bauen offenbar gerade. Oder am Hobbybaggerfahrer in ihren Reihen, ich weiß es nicht.
Und wer nicht segeln kann oder will, hat halt Tretboot. Wir sind hier übrigens in Sande. Und da vorne schießen die Sanderschützen offensichtlich ihren Schützenkönig aus, wenn sie denn ein Schützenfest feiern können. Was sie vermutlich wie viele andere im Moment nicht können. Auch im letzten Jahr nicht gekonnt haben. Naja, weiter geht's. Da hinten zwischen den Häusern sieht man die Pfarrkirche von Sande. Da muss ich euch auch noch was erzählen. Da hat nämlich, als ich vor vielen Jahren mal in Paderborn gewohnt habe, eine liebe Kollegin damals geheiratet, Hildegard. Und der wollte mir ein ganz besonderes Geschenk machen. Das habe ich dann vor der Kirche ein Foto von den beiden gemacht. Die Kirche hat begonnen und ich bin dann in die Wohnung einer anderen Kollegen gefallen, in der ich ein Fotolabor aufgebaut habe. Und ich habe dann innerhalb der Zeit der Messe ein Bild 40x60 abgezogen und das haben wir nach der Messe geschenkt. Das war zur damaligen Zeit, war das schon ein Knüller, in so einer kurzen Zeit so ein fertiges Bild zu haben. Ich glaube, Raffaele, das war deine Wohnung, oder? Ja, ich meine schon, es wäre Raffaelas Wohnung gewesen. Ja, wo so viele reinfließt, muss ich auch irgendwann mal wieder rausfließen. Denn streng genommen ist der Lippesee, habe ich inzwischen gelernt, ein Stausee. Ja, und hier geht es dann raus und da hinten ist es dann wieder. Hier ist es die Lippe. Nach kurzer Zeit. Seit 2005 fließt die Lippe übrigens gar nicht mehr durch den Lippesee, habe ich gerade festgestellt. Es ist eine sogenannte Umflut gebaut worden und zwar deshalb, weil die Lippe selbst Müll, Nährstoffe und Dinge in den See getragen hat, die man da nicht haben wollte und hat man halt die Umflut gebaut. Seitdem ist die Wasserqualität dort deutlich gestiegen. Super, oder? Und wieder was gelernt. Ja, wer immer da wohnt, der wohnt schick. Das war sie, unsere heutige Folge in der Reihe Unterwegs mit Frank. Ich habe euch mitgenommen auf eine Tour rund um den Lippesee bei Sande. Wir haben viele interessante Dinge gesehen. Es war richtig schön. Die Tour ist auf jeden Fall Kinderwagen geeignet. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn das heißt Unterwegs mit Frank. Tschüss, mach's gut, bleibt gesund.